zurück bei Sekiro. Wir haben hier eine Glocke. Und da... Okay, wir lesen. Leute, diese Glocke nicht. Es ist tugendhaft, das Unglück herauszufordern, doch die Tapfersten sollten es wagen. So, jetzt kann ich die Glocke läuten. Will ich das? Ehrlich gesagt, akut aktuell noch nicht, weil ich mich nicht vor starken Gegnern drücken möchte. Wie komme ich denn zurück? Scheiße. You know what? Hey. Glockendämon, ein dämonischer Geist, gefangener Eisenglocke Sample Tempest. Er greift Besitz von Läutenden. Stärkt Feinde im Umkreis? Der Glockendämon bringt Not. Doch, vielleicht auch etwas bessere Beute. Was? Ich habe mein Spiel gerade schwerer gemacht. Kann ich das wieder wegmachen oder mache ich es jetzt nur noch schwerer? Scheiße. What I've done? Was habe ich gemacht? Nein! Habe ich jetzt ernsthaft? Hä? Ein dämonischer Geist, gefangener Eisenglocke. Der ist einfach... Er greift Besitz vom Läutenden. Stärkt Feinde im Umkreis. Der Glockenname bringt Not, doch vielleicht auch bessere Beute. Der Gebrauch hat keine besondere Wirkung, außer den Dämon zu vertreiben. Ah! Das heißt, jetzt ist alles stärker, bis ich das Ding benutze. Okay. Also, es ist jetzt alles stärker. Ich bin sogar... Ich würde gerne wissen, was das für Konsequenzen hat. Also, wie viel stärker? Ah, wo ist denn der? Scheiße. Ja. Scheiße. Nee, ganz ehrlich. Auch wenn es bessere Beute bringt, das überlebe ich nicht. Wir vertreiben den Geist mal wieder. Ich nehme an, man kann da... und immer wieder hin. Last beseitigt. Dankeschön. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen besser für mich. Ich möchte gern Gegengift benutzen.
Dankeschön. Okay. Also wir können das Spiel ab jetzt schwerer machen, alles klar. Das ist ja genau das, was ich vorhabe. Sagen, versuchen wir erstmal den Typen hier normal zu besiegen. Um eines Sohnes willen, nimm dein Schwert runter. Schwert kann meiner Rüstung nichts anhaben. Willst du es nicht verstehen? What? What? So ein, ich verstehe. Okay. Ist doch nicht dein scheiß Ernst. Wow. Okay, my dude. Okay. Mhm. Alles klar. Nee, ich habe mich verstanden. Habe ich verstanden. Also ich meine, ich habe verstanden. Aber nicht, was habe ich jetzt getan? Ach so. Mönchsgeheul. Oh geil, ich muss halt tatsächlich. Um meines Sohnes willen, naja. Nimm dein Schwert runter. Nein! Geht doch! Robert! Who the fuck is Robert? Na egal. Keine Gebetsmänner? Muss ich den immer wieder besiegen? Ist das ernst? Ach, da grad schon. Oh, danke. Eine latente. Eine latente Fähigkeit, die nach einem Todesschlag Haltung wiederherstellt.
Haltung wiederherstellt. Ein Chirurg muss damit rechnen, dass seine Feinde zweimal überlegen sind. Nach dem Tod eines Feindes muss er ausatmen, um Bedauern loszulassen, seine Haltung zurückzuerlangen. Das Ausatmen wird durch Kämpfe gegen starke Feinde verstärkt. Habe ich das jetzt... Ist das irgendwie Ninjutsu oder? Ne, das ist einfach nur... ja. Robert! Wer ist Robert? Ich teleportiere mich mal kurz. Ich habe dann nämlich so eine Ahnung. Oder ja, ich hoffe. Mehr oder weniger. Das sind du. Und ich, wo kann sie nur... Ist das die schneeweiße Blume? Das ist... Oh, ich erinnere mich jetzt. Hört her. Sie sind Kinder des ewigen Wassers. Und ich erinnere mich... dass ich versucht habe, ein schneeweißes Windrädchen zu finden. Ein Windrädchen. Für dieses Kind. Sagt, kann ich euch um einen Gefallen bitten? Was? Könnt ihr mich verschwinden lassen? Was meinst du damit? Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid ein Shinobi, richtig? Diese Mönche sagen, dass Shinobi Leute wegzaubern können, sie verschwinden lassen, als wären sie niemals da gewesen. Warum wünschst du dir das? Ich bin sicher, wo auch immer ich dann lande, dort werden die anderen sein. Und dann sehe ich sie wieder. Ich habe schließlich die Aufgabe, auf diese Kinder aufzupassen. Ihr könnt das doch tun, oder? Ich kann es nicht tun. Ich verstehe. Wenn ihr eure Meinung ändert, sagt es mir bitte. Noch irgendwas? Ich brauche also noch irgendwas. Falls ihr euch fragt, warum ich das gerade gemacht habe. Das ist auch relativ simpel. Ich möchte den Reis haben. Wollt ihr... Mögen die Verstorbenen... Bin dann im Friedenraum, ja. Mögen sie. So. Da fällt mir gerade auf, ich bin doch eigentlich hier am richtigen Punkt. Schlangenfrüchte. Etwas. Könntest du mich bitte in Ruhe lassen? Das wäre unfassbar freundlich. Ich unterhalte mich gerade. Dankeschön. Sehr nett von dir. Sie ist die Füte. Frische Reis, wenn bringt mich. Ich was? Reis. Ich hab doch Reis. Wozu habe ich den scheiß Reis gekauft?
Wisch! Der Reis ist komplett sinnlos, nutzlos. Wofür habe ich denn jetzt gerade 1600 Zen ausgegeben? Warte mal, Freund. Was zum... Das ist doch fünffarbiger Reis. Schlecht, ja? Der Reis ist der falsche. Natürlich. Toll, jetzt habe ich einen Reis, mit dem ich meine... meinen Weg markieren kann, wo ich mir denke, ja toll, was bringt... Den brauche ich doch nicht. Ich hatte das jetzt nur gemacht für... Ach, so kacke. Ich hatte das jetzt einzig und allein dafür gemacht, um der Ollen den Reis zu geben. Oh, ihr seid stärker? Ne, ihr seid immer auf. Jetzt hab ich Reis. Ich bin ein bisschen angepisst von dem Reis, aber hey. Noch mehr Hunde, ja, das ist erstmal egal, aber... Federball oder was? Leicht verwirrt. Kann ich mir eben die Hunde bitte auch noch hier auf dem Weg. Bevor ich irgendwas übersehe, meine ich. Ne? Irgendwo da unten müsste Robert liegen. Ah ne, Robert. Er hat ja nur noch Robert gerufen. Er heißt ja wahrscheinlich nicht Robert. Was habe ich hier unten? Ernsthaft? Nett, mein lieber Affe. Das war fies. Finde ich nicht in Ordnung von euch, dass ihr mich so sehr so reinlegt hier. Wer oder was? Die Affen da oben. Schon echt Schaden, die Affen.
Oh, wow. Ja, ich bin gleich wieder bei der Werkstatt. Ich habe die ganze Zeit Angst, von oben angegriffen zu werden, eine Kaki-Frau. Ach! Ha! Schau mal einer, guck. Und schon weiß ich plötzlich, wo ich bin. Ja. Ja, okay, alles klar. Gut. Gut zu wissen. Schön. Wir haben also den Anschluss quasi wieder gefunden. Und laufen jetzt weiter. Da ist auch wieder so ein. Netter Geselle. So. Das sieht schon wieder nach einem entweder Zwischenboss oder gleich im ganzen Boss. Oh nein, doch nicht. Ich dachte schon. Nee, da drin sind nur so ein paar von den feinen Herren. Aber. Vorher. Können wir uns natürlich scheinbar noch auf den Dächern hier rumtreiben. Ich meine, ich kann da rein, ja. Oh, Scheiße. Alles klar, hab ich verstanden. Holy shit! Okay, das ist Mama. What the fuck? Ey, okay, alles klar. Ich habe noch einen Zwischenboss gefunden, alles klar, habe ich verstanden. Ich habe das Gefühl, ich sollte vorher irgendwie was Feuerresistenzes schlucken oder so. Reduziert den Schaden der Halter. Davon habe ich nicht viel. Ach. Okay, ganz ehrlich. Ich versuch's mal nachher damit.
Okay. Oh. Ist das euer Ernst? Okay. Wolfsarmee tot. Gecko-Armee lebt noch. Das, was macht der Wolf? Was macht der Typ denn da? Okay, ich bin leicht verwirrt. Eigentlich will ich ja... Oh, Handvoll der Arsche. Eigentlich möchte ich ja gerne zurück. Ach, jetzt bin ich hier. Ach Gottchen. Träum weiter, mein Freund. So, nun zu uns beiden. Nur. Wenn ich Pech habe, stehst du wieder auf. Ich habe sogar diese dumpfe Befürchtung. Ich wusste es. Die Typen stehen einfach wieder auf und ich weiß nicht, wie ich die besiegen kann. Keine Ahnung. So, und jetzt muss ich tatsächlich mal gucken. Was denn jetzt? Thank you.
Ah, scheiße. Ja, ich hab's verstanden. Mädel! Alter! Meine Güte. Anfällig gegen Feuer, was eigentlich witzig ist, weil sie feuerwerfenden Kunais wirft, aber ist anfällig gegen Feuer, wie man gerade gesehen hat. Scheiße. Scheiße. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich sterbe schon instant. Ach komm, noch ein Bett. Komm her. Hilfe weg. Okay. Okay, du willst anscheinend. Du siehst mich anscheinend irgendwie durch die Wand oder so, keine Ahnung. Puh.
Nein, das war die, nein, das ist die dümmste Attacke, die ich in dieser Situation hätte machen. Scheiße. Ja, ich hab grad Scheiße gebaut. Okay. Ich hab richtig Scheiße gebaut. Ja. That's bad, weil jetzt habe ich nämlich meine Geisterembleme. Wow! Wo kommt... Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn plötzlich her? Herrlich, dieser Kongo, herrlich. Oh, göttliche Hilfe, toll. Freut mich. Wo ist der Typ hier? Magnetitron, das ist schön. Ölschießpulver, schieß mich tot, ja. Ach, von da aus komme ich hier auch hoch. Interessant. Werde ich wahrscheinlich auch noch brauchen, weil hier wahrscheinlich gleich irgendwo ein Boss wollte.
irgendwo über mir. Oh, guck, hallo. Geht's noch höher? Hm, scheinbar nicht. Also die Mönche finde ich ganz nett, weil... Also die ohne Stab. Nein, nein, den da hinten mag ich nicht. No, I don't like him. Ich mag die beide nicht. So fucked. I'm so fucked. I don't want to fight with you. Hi. Tschüss. No, I'm serious. I don't want to fight you. Ich will erst irgendwo ein Feuer sehen. Ich sehe nichts. Und nicht hier schon wieder. Once again, I've no fucking clue where the fuck I am. I see nothing. Ich hab vollkommen die Orientierung verloren. Also beziehungsweise. Keine Ahnung, was ich hier tue, überhaupt nicht. Where the fuck am I? Where am I? Sempo Esoterik Text. Ein Buch, das das Erlernen von Fähigkeiten des Sempo-Stils ermöglicht. Die Jünger des Sempo-Tempels meisterten im Streben nach Tugend die Kampfkünste. Unabdingbar sind die eigenen Fäuste und strenge Disziplin, um die Feinde Buddhas zu besiegen. Sie wurden jedoch von einer Besessenheit für die Unsterblichkeit ergriffen, die seine Lehren als auch seine Stile unkenntlich macht. Schön. Ist nett. Aber... Na, anscheinend gehen wir dann mal wieder zurück oder so. Ich hab irgendwie... Ja. Keine Ahnung. Ich hab seit Ewigkeiten quasi kein Feuer... Also keine Statuen mehr gefunden. Und
das ist das, was mich eigentlich nervt. Also willst du mir erzählen, dass hier ist eigentlich quasi mehr oder weniger nur für das Ding da gewesen. Okay, ist ja okay. Wenn ich jetzt neue Fähigkeiten und so lernen kann, ist ja cool. Aber... ja, toll, jetzt bin ich okay. Ich verstehe. So, welcher Weg ist also jetzt? Ist das jetzt der richtige Weg? Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass das... dass das alles ist. Naja, nee, hier geht's weiter. Hm, schade. Okay. Ja, das Problem ist, hier sind die Gegner. Die ich so richtig gar nicht ab kann. Hab ich einen Bock. Ich sage bis zum nächsten Mal, verschlossen bin ich das euer Hedi. Gebetsperlen 4. Seit wann habe ich 4 Gebetsperlen? Keine Ahnung, aber natürlich. Dritte Gebetsperle. Dankeschön. Mhm. Und wir haben sogar Geld, wo ich mich frage, was werden wir jetzt gleich mit dem Geld kaufen gehen, weil ansonsten werde ich es wieder verlieren. Ja. Bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit dem Video, ist euer Hedi.